Barry! Ah. Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf im Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Wir haben vorhin über Methadon geredet. Jetzt heißt also ein Typ Crackhorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Geil, die Musik. Okay. Was haben wir denn hier? Diverse Angelhaken. Eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Nochmal. Das Aquarium riecht, als hätte etwas damit darin gelebt. Vielleicht wurde irgendein Geschöpf darin aufgezogen. Oh Mann. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Diverse Angelhaken. Ein unverschlossener. Eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Oh, okay. Okay, ich glaube, ich muss den Angelhaken mit dem Ding da verbinden. Aber ich brauche Platz. Aha. Noch so ein Teil. Ich muss Platz machen. Was steht da? Nochmal ganz kurz. Eine Sammlung reparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Schalter betätigen, passiert nichts. Okay, ich muss dann vielleicht Dinger da verwechseln oder so. Okay, ich muss mal gucken, wo bin ich denn gerade? Wäre geil, wenn ich hier mal Safe Room wäre. Wir müssen nochmal jetzt hin zurück. Ich muss hier zum Tresor. Helmsymbol, okay. Gehen wir nochmal da durch. Ich wollte eigentlich gar nicht hier hin. Ich will die Treppe runter. Genau. Hier ist noch der Safe Room. Speichern wir auch mal ab. Hey, ist neue Sachen. Geil. Einfach so hier gespawnt.
Maske weg. Magazin. Boah, er ist weg. Und Ersthilfe. Mach mal weg. Wir speichern ab. Gehen wir wieder zurück. Gucken uns mal diese Insekten an mit diesem Köder da. War das hier? Ja. Jetzt haben wir wieder Platz hier. Nehmen wir den Angelhaken mit. Diverse Angelhaken. Was ist mit diesem Angelhaken? Kann ich mir den anschauen? Ein Haken zum Angeln. Das Aquarium riecht, als hätte etwas daran gelebt. Nimm mal das Bienenapparat mit. Verschiedene Angelköder. Und das Ding mit dem Verbinden. Kann ich nicht verbinden. Bienenköder. Kann ich jetzt das Ding betätigen? Es passiert nichts. Vielleicht hat das jetzt was mit den präparierten Insekten zu tun. Ich pack mal das Teil da rein. Eine Sammlung präparierter Insekten. Warum? Das ist ein Schalter. Es passiert nichts. Kann ich das Ding auch wieder rausholen? Ja, okay. Gucken wir uns das mal an. Nein, nein, nein. Ich wollte nicht drücken. Gucken wir mal, ob ich irgendwas verbinden kann. Okay. Das Goldene mit dem Goldenen verbunden. Ein bienenförmiger Köder mit einem Haken. Soll ich den Köder mal hier reinmachen? Was ist das hier? Passiert nichts. Jetzt packen wir mal das andere da rein. Jetzt gucken wir mal, ob es geht. Ja, okay. Geil. Was haben wir denn da? Wow, wow, wow. Wir nehmen die Pistole. Er lebt noch. Ist er tot? Zappt aber noch, ne? Oh ne, ich wollte nicht raus. Aber ich glaube, die Biene ist erledigt. Windwappen mitnehmen. Ah, die Biene hat mir ein bisschen was zugesetzt. Achteck, das ist doch achteckig. Dann müssen wir darunter da das eine einsetzen. Da haben wir zwei von den Dingern. Dann muss ich noch ein anderes finden. Jetzt weist ein Windsymbol auf. Okay, ich glaube, ich weiß, wohin das muss.
der Raum jetzt grün? Ja. Dann haben wir hier alles. Nimm mal hier. Eine Kraut. Nehmen wir das dann noch gleich. So. Gehen wir nochmal in den anderen Raum. Der ist noch rot. Hier ist noch was. Na, da war ja noch Kraut, ne? Nehmen wir das, damit der Raum grün wird. Ist der Raum jetzt grün? Ja. Dann nehmen wir noch das rote Kraut, damit der Raum auch grün wird. Da verbinden wir rot, rotes Kraut mit grünem Kraut. Und dann packen wir auch alles in den Tresor. Der Raum auch grün, ne? Okay, super. Gehen wir raus. So, hier sind noch rote Gebiete, ne? Gehen wir mal die Treppe runter. Nimm das mal mit, damit es ja endlich grün wird. Okay. So, hier ist alles grün. In den einen Raum komme ich noch nicht, wegen dem hellen Schlüssel. Dann gehen wir außenrum. Die Treppe runter. Nun kommen wir die Kräuter mal weg. Das Magazin. Wir füllen es auf. Und der Rest kommt in die Truhe. Und dann speichern wir ab. Okay, da war das schon die ganze Zeit hier. Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bedienen Sie sich, falls Sie
Nein, Schlamassel geraten, Barry. Danke, Barry. Barry ist ein Korrekter. Barry ist ein Guter. So, okay, wir müssen hoch. Aber wie viel habe ich jetzt im Inventar? Das eine Wappen setze ich auch ein, damit es jetzt nicht mehr dann unnötig im Inventar dann ist. So. Hier lang? Ja. Okay, es donnert draußen. So, wo lang geht's hier? Andersrum. In dem Raum brauche ich jetzt nichts mehr. Gehen wir die Treppe runter und direkt mal runter und setzen mal das Zeug da rein. Wappen da. Ich gehe mal davon aus, dass es hier hingehört, oder? Nein! Achteckige Einbuchtungen. Und deswegen gehört er nicht rein. Da muss ich jetzt mal nachschauen, wo kann man das einsetzen? Immer unten rechts da in der Map war ein roter Bereich. Gucken wir uns den mal an. Es hat 6 Ecken. Schreibst du Tonic? 1, 2, 3. Ja, stimmt, es ist ein Sechseck. Mann, was hab ich. Okay, 6 Ecken. Wir gucken mal, wo wir es einsetzen. Ich überlege gerade, ob ich das eine Wappen mit dem Symbol da verbinden soll. Mal gucken wir mal. Guck mal weiter. Noch nicht spoilern. Guck mal, wenn ich die Tür öffne, da ist direkt so eine Frontansicht von Jill. Sie atmet aber ruhig, tief und langsam. So als hätte sie das schon alle schon seit 20 Jahren hinter sich gebracht. Aber bei Resident Evil 1 im Original war das so, dass sie irgendwie Anfang 20 ist oder so. Die haben halt die Story halt neu umgeschrieben. Das ist eine Superheldin. Stars. Hier war auch noch ein roter Bereich. Sammeln wir mal die Sachen ein, damit ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss. Da waren noch die ganzen Kräuter und alles. Die Kräuter kann ich total verzichten. Momentan halt noch. Ein Heizungskessel. Feuchtigkeit hat ihn rosten lassen. Okay, ich brauche gar nicht mehr kommen. Alle gerade waren die 6 Ecken jetzt für das Wappen, für den, damit ich zur Schlange komme. Gucken wir gleich mal, wir sind ja gerade in der Nähe.
Hier ist ein roter Bereich. Wie schiebt man das Ding da? Vielleicht ist da irgendwo was. Ah, okay. Vollmagazin. Ist das der Bereich grün? Ne, ist immer noch rot. Verschieben wir das andere hier auch nochmal. Kommt hier, verschiebt man. Gibt es nur einen Haufen Dekorativer-Teller? Muss noch irgendwo was sein zu verschieben. Ne, das lässt sich nicht verschieben. Aber hier! Und Dolch? Ja, nehmen wir mit. Okay, der Raum ist es grün. So. Wir nehmen den Dolch. Wenn es drauf ankommt. Das ist irgendwie, das ist gerade voll spannend. Da ist es noch nichts. Ich will endlich alle Türen benutzen, damit ich den Schlüssel loswerde. Gucken wir mal, ob ich ihn hier benutzen kann. Helmsymbol. Okay. Hier, ne. Da waren wir einmal aus rumgelaufen. So, jetzt gucken wir nochmal in die Map. So, dann schauen wir mal. Erdgeschoss. Dann gehen wir hoch. Sind halt noch. Biete. Gucken wir mal, ob wir das Wappen benutzen für die Schlange. Irgendwie glaube ich aber nicht. Ich überlege gerade. Ich will mal gucken, was auf der Tür steht, wenn ich da zur Schlange komme. Yo, Richie! Wow, wow, wow. Weg, 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 weg. Tschüss. Da war aber die Treppe, warte mal hier. Was sagt denn der da? Die Tür ist verschlossen. Ein Schildsymbol ist in das Schloss eingraviert. Wir gehen wieder zur Pistole. Flinte nehmen wir nur, um die Köpfe wegzuballern. Lieber die Köpfe wegballern, statt hier mit der Flinte, statt hier die ganze Zeit Leute anzuzünden. Der wird ja auch später nochmal zum Leben erwacht. Was ist denn hier noch? Was ist denn hier? Hier ist noch irgendwas. Der Raum ist ja nicht umsonst rot.
Egal, wir gehen weiter. Auch ein Schildsymbol. Die Schlange, also die Schlange wird erstmal noch warten müssen, glaube ich. Aha, was ist denn hier? Ein Dolch? Achso, ich habe den aufgehoben, weil sein Kopf weg ist. Das ist super. Dann nehmen den Dolch, weil wenn ich den in die Köpfe reinballer. Und der Kopf weggeballert wird und die dann wegspawnen. Die spawnen, dann kann ich den Dolch wieder aufheben. Alles nur wegen dir, Richie. Jetzt müssen wir schauen, wo sind noch diese Rüstungsschlüssel, die ich einsetzen kann. Auf der rechten Seite hier in der Map sind wir jetzt erledigt vom Haus. Wir müssen erstmal drumherum arbeiten, dann irgendwie den Schildschlüssel bekommen, damit wir zur Schlange kommen. Die Schlange ist jetzt vorerst mal kurz unnötig. Das machen wir weiter auf der linken Seite. Arbeiten wir uns hier vor. Mal hier rein. Und dann mal rechts. Was will er rechts für einen Schlüssel haben? Anderen Seite verschlossen. Komm ich auf die andere Seite? Nee. Gehen wir mal da die Treppe. So, wenn ich dahin gehe. Warte mal, geh mal die Treppe dahin. Wenn ich diesen Weg gehe, da gehe ich ja zu den Schwertrittern da. Eingehe, komme ich zu dem. Und da komme ich wieder. Da brauche ich ein Helmsymbol hier. Das kann ich vergessen. Wenn ich hier hingehe, rechts, links rum. Da komme ich runter. Wozu habe ich jetzt denn das Wappen da? Wir gehen runter. Ja, wir gehen hier lang. Ich überlege, ob ich hier das eine Symbol, das ich ja aufgehoben habe letztens. Schon direkt am Anfang des Spiels. Ob ich hier was kombinieren kann. Also mit dem Wappen. Das Wappen hat 6 Ecken. Weiter links, dann gehen wir nochmal links.
Was war denn da nochmal rot? Ich vergesse es dauernd.